Es ist Zeit, euch den UFC-Leichtgewichtskämpfer Dustin the Diamond Poirier in 120 Sekunden vorzustellen. Zuallererst wusstet ihr, dass Poirier als erster und einziger MMA-Fighter dazu in der Lage war, Conor McGregor K.O. zu schlagen? Er finishte den irischen Superstar in Runde 2 durch eine harte rechte Hand, die McGregor schlafen gelegt hat. Dustin Poirier ist am 19. Januar 1989 in Lafayette, Louisiana in den USA geboren. Er stammt von den Acadiern ab, einer Gruppe ursprünglicher Franco-Kanadier, die im 18. Jahrhundert in den Bundesstaat Louisiana vertrieben wurde. In seiner Jugend geriet Poirier in viele Schlägereien und kam auf die schiefe Bahn. Als er volljährig wurde, entschloss er sich, sein Leben umzukrempeln, begann den Kampfsport ernst zu nehmen und wurde 2009 MMA-Profi. The Diamond hat seitdem einen Kampfrekord von 29 Siegen, 7 Niederlagen und einem No-Contest erzielt. Er ist 1,75 Meter groß und kämpft aktuell beim Leichtgewichtslimit von 71 Kilogramm, wo er auch die ersten 9 Kämpfe seiner Karriere bestritten hatte, bevor er dann eine 11 Kämpfe lange Federgewichtslaufbahn in der UFC startete. Diese endete mit einer eindeutigen K.O.-Niederlage gegen einen damals aufstrebenden McGregor. Daraufhin arbeitete Poirier an seiner Physis, um eine Rückkehr ins Leichtgewicht zu versuchen, und man kann definitiv sagen, dass diese Entscheidung einen Wandel in seiner Karriere angestoßen hat. Immerhin hat er seitdem einen Kampfrekord von 13 Siegen, nur 3 Niederlagen und einem No-Contest erzielen können. 2 Drittel dieser Niederlagen erlitt er dabei in Titelkämpfen. Der größte Erfolg seiner Karriere war neben dem Interimstitelgewinn in einer unglaublichen Performance gegen Max Holloway, wie erwähnt, der TKO-Sieg im Rückkampf gegen Conor McGregor, der zu einer gehypten Trilogie geführt hat und ein jähes Ende im Beinbruch des Iren fand. Trotzdem schaffte es Poirier so in den Mainstream der MMA-Szene und es folgten erste Schritte in die Businesswelt mit einer eigenen Soßenmarke und anderen Werbedeals. Seine größere Reichweite hat der Amerikaner außerdem genutzt, um seine gemeinnützige Organisation, die Good Fight Foundation, größer aufzuziehen. Als nächstes kämpft Poirier in der Nacht zum 30. Juli um den vakanten BMF-Titel in einem spektakulären Rückkampf gegen Justin Gaethje im Hauptkampf von UFC 291. Du willst mehr über die besten Kämpfe der Welt erfahren und wie es für The Diamond weitergehen wird? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.